Willkommen zur Affirmation für mehr Selbstliebe. Nimm dir einen angenehmen Sitz ein, sodass du schon aufrecht für eine Weile sitzen kannst. Schließe sanft deine Augen. Lass deine Schultern ganz entspannt. Atme hier einmal tief ein und aus. Die Affirmation für Selbstliebe. Affirmationen sind die beste Möglichkeit, um unsere unendlichen inneren Ressourcen zu nutzen, um mehr Erfolg, Reichtum, Gesundheit und Glück zu haben. Mache diese Affirmationen für 30 Tage am Stück und dein Leben wird sich verändern. Wir selbst erschaffen unsere Realität. Wir tun das mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen, unseren Worten und Taten. Alles beginnt mit einem Gedanken. Wir sind das, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Unser Leben folgt unseren Gedanken. Bei negativen Gedanken ziehst du Stress, Probleme und Ängste an. Wenn du positiv denkst, ziehst du Erfolg, Gesundheit und Glück in deinem Leben an. Höre dir diese Affirmationen 30 Tage hintereinander an und du wirst diesen Erfolg, dieses Glück, die Gesundheit und den Reichtum in deinem Leben anziehen. Atme noch einmal. Tief ein und aus. Die stärksten Worte, die wir haben, sind Ich bin. Deshalb beginnen viele Affirmationen mit Ich bin. Ich bin ein Genießer. Ich genieße mein Leben in vollen Zügen. Kein einziger Augenblick wird sich jemals wiederholen. Auch das ist ein Grund, warum dieser Moment so unendlich wertvoll ist. Gedanken bewegen sich nach vorne oder zurück und sind selten in der Gegenwart. Das innere Kind aber ist hier. Ich nehme es an der Hand und genieße seine heilsame Lehre, die mein Herz erfüllt. Ich bin Authentizität. Ich werde immer stärker, indem ich mich auf meine Stärken fokussiere. Ich bin stark. Ich werde immer stärker, indem ich mich auf meine Stärken fokussiere. Ich bin nicht schwach. Schwächen sind Eigenschaften, die ich mir angeeignet habe, weil ich anders sein will und ich mich mit den anderen vergleiche. Ich bin nicht perfekt, aber vollkommen. Mein inneres Kind lächelt mir zu. Ich bin besonders. Das Kind in mir ist von jeder Handlung vollkommen beansprucht. Ich nehme mir ein Beispiel daran und schenke meinem Tun jederzeit volle Konzentration und Hingabe. Gelingt es mir einmal nicht, in meiner Aufgabe vollkommen aufzugehen, lege ich eine Pause ein. Mein inneres Kind leistet mir dabei Gesellschaft. Ich bin kreativ. Unendliche Kreativität schlummert in mir. Ich bin die kreative Quelle, in der sich Möglichkeiten öffnen und Türen auftun. Ich lebe im Chancenbewusstsein und ich bin mir stets bewusst, dass alles, was mir widerfährt, eine Chance ist, um mich neu zu orientieren.
Jede Erfahrung bringt mich meinem Herzen näher. Es ist der Ort, aus dem heraus Leben stattfinden soll. Ich bin Demut. Was auch immer ich tue es mit Hingabe. Dankbarkeit ist Demut und Demut führt mich in das Reich meiner inneren Wirklichkeit. Ich stelle meine persönlichen Belangen hinten an und folge der Stimme meines Herzens. Alle Wege führen in mein Herz. Ich wähle den, der Hindernisse vermeidet und mich nicht in eine Sackgasse führt. Ich bin geborgen. Was mein inneres Kind braucht, gebe ich ihm jetzt. Wenn es ihm an Geborgenheit oder Zuneigung fehlt, will ich es ihm schenken. Ich schenke mir selbst Zeit zur Einkehr und Aufmerksamkeit, weil ich weiß, dass ich nur Freude finden kann, wenn ich mit mir selbst im Einklang bin. Ich bin einfach. Genügsamkeit ist eine edle Tugend. Sie macht mein Leben einfacher, wertvoller und fröhlicher. Ich reduziere mich aufs Wesentliche, nicht nur in Gütern, sondern auch in Gedanken. Genügsamkeit bedeutet nicht, meinen geistigen oder mentalen Besitz zu reduzieren, sondern an dem, was ich habe, nicht festzuhalten. In der Einfachheit liegt die Erfüllung. Ich bin entspannt. Ruhe und Entspannung finde ich, wenn der Druck weicht und ich losgelöst bin. Losgelöst zu leben bedeutet, sich nicht zu sehr an bestimmte Gedanken zu klammern. Gedanken tauchen auf und so, wie sie gekommen sind, verschwinden sie auch wieder. Ich wäge ab, welchen Gedanken ich nachhänge und frage mich stets, ob es nicht befreiender ist, störende Gedanken ziehen zu lassen. Ich bin frei. Meine Gedanken sind frei, wie ein Kind, das durch Wiesen und Wälder tollt. Wünsche und Vorstellungen lasse ich los. Ein reiches Innenleben ermöglicht mir, mich in jeder Lebenslage optimal zu verhalten. Auch wenn sich die Lebensumstände ungewollt verändern, die innere Freiheit ermöglicht mir, mich emotional zurückzunehmen und mit allem in Frieden zu sein. Ich bin Freude. Freude beginnt, wenn ich etwas loslasse, was mich hemmt. Wenn ich mich unfrei fühle, geht Freude verloren. Oft sind es Erwartungen oder Überzeugungen, die ich loslassen muss. Ich schaue genau hin und werde fündig. Mache ich einen weiteren Schritt in Richtung Freiheit. Das schenkt mir Freude. Ich bin Frieden. Frieden finde ich in mir selbst und nicht im Außen. Es ist ein hohes Gut, welches mir Wohlgefühl beschert. Ich fördere inneren Frieden, wenn ich mir selbst Raum zur Entfaltung schenke und in mich einkehre. Solange ich Frieden in mir selbst finde, kann ich ihn auch in meiner Umwelt erkennen. Diese Erkenntnis gibt mir Gelassenheit und dafür bin ich dankbar. Frieden ist das, was mich mit meinem inneren Kind verbindet. Mein inneres Kind übernimmt die Führung. Ich bin mein Bestes. Ich gebe immer mein Bestes und mein inneres Kind unterstützt mich dabei. Dankbar nehme ich seine Hilfe an. Ich bin mit mir im Reinen und beobachte, wie auch ohne mein Zutun alles funktioniert. Wie ein Film läuft das Leben vor mir ab und ich sehe dabei, ohne mich emotional einzubringen. Ich erkenne, dass alles in Ordnung ist und seinen Lauf nimmt. Ich nehme mich zurück. Ich bin
Geduld. Wenn ich geduldig bin, wird sich mein Lebensweg lichten. Ungeduld bedeutet Stillstand, bis ich irgendwann weder vorwärts noch rückwärts kann. Schatten und Hindernisse verwandeln Geduld in wertvolle Erfahrungen. Sie ist ein wichtiger Begleiter, den ich schätze und respektiere. Ich bin gelassen. Ich übe mich in Gelassenheit, indem ich mir keinen Erwartungsdruck mehr auferlege. Ich fordere nicht zu viel von mir und lasse mir genügend Zeit, damit sind Situationen entwickeln können. Ich vertraue darauf, dass sich alles zu meinem Besten fügt und freue mich auf die Ernte meiner Saat. Wiederhole diese Affirmationen immer wieder und wieder. Mindestens für 30 Tage und du wirst spüren, wie du zu dir selbst finden kannst und dich selbst wieder mehr lieben. Deine Liebe zu dir wird immer größer und größer. Danke, dass du eingeschaltet hast.